Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Und heute spielen wir mal wieder eine Runde Let's Chill. Und ich mach's mal die Musik an. Ja, sollte an sein. Ja, ist an. Wundert euch übrigens nicht über das Geräusch im Hintergrund, meine Mutter saugt gerade. Oh ja, das hört man bestimmt ziemlich laut. Also, staubsaugt gerade. Falls jetzt da andere Leute was anderes denken. Übrigens, ich habe das jetzt so angepasst, dass ich hier meine Hardcore-Meld habe. Hier die Kopie davon, weil ihr wisst ja, wenn ich sterbe, ist zwar die Session vorbei in der Map. Aber damit ich die da noch zum Download anbieten kann. Und dann habe ich ja noch eine Hardcore-LP-Haus-Map, in der ich noch ein Haus eigentlich vorbauen wollte. Das Problem nur an der ganzen Sache ist, ich war bis jetzt noch nicht bereit dazu. Oder habe das bis jetzt noch nicht erledigt. Und deswegen spielen wir jetzt erstmal wieder hier, normal. So. Ja. Mal gucken. Ansonsten, ja, die ganzen Video-Settings und so, das sollte ja alles noch vom letzten Mal stimmen. Und weil das Haus eben noch nicht gebaut wurde, beziehungsweise noch nicht vorgebaut wurde, was ich gerne machen würde, weil damit ich so ein bisschen einen Richtwert habe, wie es ungefähr aussieht oder aussehen soll, werde ich jetzt erstmal nur unten die kleine Höhle einrichten, beziehungsweise den Spawn. Sag mal, ich habe doch den neuen Skin hochgeladen. Warum ist dann der Hut da immer noch mit dabei? Ja, dann machen wir es uns einfach mal einfach. Wo war das? Da. Bin ich gerade dumm? Ah, jetzt. Ja. So, da habe ich zwar noch die Weihnachtsmütze. Ne, die Weihnachtsmütze ist nicht mehr auf. Hä, warum ist die Weihnachtsmütze weg? Aber die Handdinger noch da. Ach, keine Ahnung. Ihr habt dort auf jeden Fall keine Ahnung. Ah, mal sehen. Den Hasen. Ich wollte mal googeln, wie man Hasen tamet. Stimmt. Schade, kann ich jetzt gerade nicht machen. Ist das ein Birkensetzling? Scheint so. Ne, gucke ich jetzt mal nach. Ne, das ist awkward. Hatten wir denn auch noch irgendwo Birken rumstehen? Muss ich wahrscheinlich mal das Festland besuchen. Ja, erstmal hier meine Maus wieder richtig in Position bringen. Sir, ist das ganz toll. Habe ich nämlich auch die andere Empfindlichkeit drin und da lässt sich das einfach besser spielen. Oak Sapling? Ja. Sugarcane. Haben wir hier irgendwo eine Sugarcane-Farm? Nö, ne? Ach doch, da vorne, glaube ich. Oder? Nö. Kann ich eigentlich mal anbauen. Weil davon kann man eigentlich auch nie genug haben. Auf jeden Fall die Höhle hier, ne? Die werde ich auch irgendwo. Oder die baue ich jetzt mal aus. Das sieht doch so hässlich aus hier. Ist das eigentlich. Ist das Diorite? Ich glaube ja, ne? Ja. Können wir uns vielleicht mal. Brauchen wir sowieso noch einiges davon, von dem Zeug. Müssen sowieso mal gucken, dass wir mal eine Anbindung an die anderen Inseln oder an eine. Jetzt geht das weiter mit dem Saugen, ne? Das ist schlimm. Und das hört man wahrscheinlich sogar extrem laut. Ja, das hört man ziemlich laut. Mal gucken. Vielleicht kann ich das ja in irgendeiner Art rausbearbeiten. Ich werde jetzt hier erstmal so ein bisschen das schöner gestalten mit dem Eingang. Das sieht ja auch ekelhaft hässlich aus. Ich wäre auch wesentlich beruhigter, wäre es wieder Tag, aber na gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Auf jeden Fall basteln wir uns da mal eine Treppe hin. Ah, ich find's kacke, wenn es so Nacht ist. Kann nämlich ganz schnell mal Viehzeug vorbeilaufen und sagen, hallo? Bumm. Wisst Bescheid, ne? Ja. So. Mache ich mir nochmal noch ein paar Treppchen. Treppchen und ich überlege gerade. Ich muss gerade mal ein bisschen überlegen, wie ich das jetzt baue.
finde aber das Texture Pack ist unglaublich schön, also richtig cool. Nee. So, vielleicht. Ah, jetzt. Jetzt scheint es vorbei zu sein. Ich bin nicht so der Baukünstler, tut mir leid. Ah. Sieht jetzt nicht ganz so fancy aus, aber. Aber na. Das Feld wird übrigens auch bald sowieso verlagert. Ich glaube, ich mache das da oben ab. Ich bin da immer so mäßig perfektionistisch, ihr wisst ja. Tut mir leid, aber kann man nichts machen. Nee, ich glaube, ich lasse das so. Und dann mache ich mir dann noch ein paar. Wie ging das jetzt? Ging das so? Nee. Dann ging das so. Okay. Wenigstens sind die Zäune ein bisschen billiger geworden. Ah, nee. So kann man das auch nicht lassen. Das kann man doch so niemandem antun, Leute. Machen wir vielleicht so, so, so. Und so. Dass man dann da, da. Ach doch, doch, das ist vertragbar. Doch, doch. So ist das ganz okay. Das Feld, das werde ich weiter aufs Meer verlagern. Weil ich will die Insel eigentlich fürs Bauen benutzen. Jetzt habe ich den Cobblestone natürlich wieder hier reingelegt, obwohl ich den noch brauche. Genauso wie das, weil das möchte ich eigentlich unten noch verbauen. Im wunderschönen Spawn-Keller. Und da werde ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen was schlachten, damit ich wieder ein bisschen was zu essen habe. Was ja eh gerade ein bisschen Rarität ist. Ich habe schon wieder so Ruckler drin. Das ist gar nicht so hübsch. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Oh ja. Alter Schwede. Das ist ja abartig, wie viel man da rausbekommt. Okay. Passt. Habe ich nichts dagegen. Ist aber hier echt wunderschöne musikalische Unterstützung von Approaching Nirvana. Ich finde die Musik von denen echt so nice. Übrigens, es kann auch sein, dass ich früher oder später auch mal ein paar Mods installiere. Es hängt dann immer davon ab, ob ich welche finde, die hier ein bisschen mithelfen. Es sind natürlich welche, die das Gameplay jetzt nicht grundlegend ändern. Aber so Mo Creatures oder sowas. Könnte ich mir noch vorstellen. Das Problem ist natürlich, es muss noch Hardcore-tauglich bleiben. Und das ist eben bei Mo Creatures, das würde ich nicht behaupten, dass das da noch so Hardcore-tauglich ist. Weil das ist ja schon, also wer Wii vs. Wild schaut, der weiß, was da abgeht. Vor allem aus Dominiks Sicht. Ich muss gerade die Musik mal ein bisschen leiser machen, das ist bei mir so laut. So. Und das Feld. Ich hab das. Muss gerade überlegen. Da haben wir eine Steinhacke. Ich habe jetzt überhaupt kein Thema, also tut mir leid. Hoppala. Was mache ich denn hier? Warum ruckelt das teilweise so? Das ist nicht schön. Oder habe ich irgendeine Einstellung falsch? Vielleicht mache ich mal dieses VBOF aus oder was das ist. Ihr habt doch keine Ahnung. Auf jeden Fall den Unterwassertempel da, den kann man sich echt mal vorknüpfen. Ich meine, so eine Special-Folge, wo ich sagen würde, dass wenn wir da dann sterben, dass es da egal ist. Müsstet ihr dann mal entscheiden, ob das euch egal wäre, wenn ich dann, dass man da mal wirklich mal reingehen mit so ein bisschen Equip. Und dass dann gesagt wird halt, ja, wenn ich sterbe, dann ist es halt so, aber dann geht es ja trotzdem weiter und dann bleibt das Loot aber weg. Wir haben kein Eisen mehr.
Richtig toll. Wollte ich mir gerade noch eine Hose machen und da haben wir einfach kein Eisen mehr. Na gut. So, 6x6 sollte, denke ich mal, ausreichen. So viel Erde haben wir eh nicht mehr. Werde ich mir wahrscheinlich gleich mein Boot bauen und mal auf so eine andere Insel rüberkutschen. So. Boote baut man. So. Genau. Nee, eigentlich wollte ich nicht sprinten. Da hinten habe ich schon eine Werkbank. Also war ich da ja schon. Stimmt, da war ich ja letzte Folge? Vorletzte Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Alter, das Boot sieht aber innen drin. Der Stöpsel ist geil. Alter. Okay, es wird schon wieder Nacht. Willst du mich verarschen? Ich hab mal das Boot nicht kaputt gemacht. Ey Leute, was geht denn bei mir ab? So. Auf die Insel könnte man eine Baumfarm verlagern. Die ist so flach. Doch, doch. Wenn man die noch ein bisschen flacher macht, könnte man da echt was Schönes drauf bauen. Also das Haus kommt sowieso ins Wasser, weil da habe ich schon ein paar Pläne. Aber wie schon gesagt, das werde ich im Creative in der Kopiewelt vorbauen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich das dann so in etwa hier in dieser Welt dann auch so übernehme. Oh ja, komm, treib halt noch ein paar Meter weiter raus. Komm, so. Press left shift to dismount. Ah ja, ist okay. Wie das Boot auch so unflüssig hin und her schwabbelt, ey. Richtig fancy. Hier könnte man auch... Lol. Oh, oh. Gut, ich dachte schon, es geht kaputt. Hier könnte man übrigens einen schönen Hafen bauen, so wo man seine Boote reinmacht und dann mit Kolben immer so eine Barriere vorschiebt. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Ich glaube, das machen wir dann mal diese oder nächste Folge. Wie schon gesagt, ich werde viel mehr von dem Projekt bringen, aber ist halt das Problem, dass da die Zeit nicht so ausreicht. Vielleicht mache ich auch dieses Mal eine 40-Minuten-Folge, mal sehen. Je nachdem, wie die Zeit so passt. Weil ich den Cobblestone eigentlich so hübsch finde. Ach, jetzt habe ich das natürlich. Ich würde es am liebsten eigentlich mittig haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Ja. Da machen wir das Feld doch noch ein bisschen größer. Ah, ich hätte vielleicht Platz lassen sollen damit. Ja gut, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe gar keine Schaufel mehr, fällt mir gerade auf. Die ist ja gerade kaputt gegangen. Oh ne. Alter, ganz knapp. Hat gerade noch so gepasst, ey, richtig gut. Krawel, haben wir davon was? Ja, ein bisschen. Abizle. So, jetzt ist die allgemeine Frage im Raum. Wo habe ich die Eimer? Ach da. Wie schon gesagt, ich muss mich erstmal noch an die Texturen gewöhnen. Das ist alles noch so fremd. Aber ich finde die Cobblestone-Textur ist halt richtig gelungen. Also ganz ehrlich, damit kann man richtig schöne Sachen bauen. Ah, toll. Gerade dieses Random Textures, das ist richtig hübsch. Habe übrigens gerade noch eine Runde LOL aufgenommen, eine Ranked-Runde. Lief richtig gut. Kommt wahrscheinlich. Oder es kam schon, ja. Mittwoch kam es wahrscheinlich schon. Weil, ich habe ja jetzt, also für die Leute, die noch nicht nachgesehen haben, ich habe jetzt meinen Upload-Plan wieder geändert. Das heißt, montags kommt jetzt immer eine Folge Supreme Commander Forged Alliance. Dienstags kommt dann erstmal nachsehen. Also nicht nachsehen, sondern gucken, wie ich das hier baue.
Ah, ich baue mir jetzt eine Schaufel. Ja, das dauert so viel zu lang. Also Montag Supreme Commander, dienstags kommt eine Folge Portal 2, wie gehabt. Mittwochs kommt eine Folge LOL, wenn ich es schaffe. Das ist wie immer noch ein variabler Slot. Wenn ich da keine Folge schaffe, dann werde ich da auch keine Folge bringen. Ist ja klar. Denke ich zumindest. Und ja, Mittwochs kommt LOL. Donnerstags kommt da. Was kommt donnerstags? Stimmt, da kommt nochmal Portal 2. Freitags kommt halt hier Minecraft Hardcore, aka Let's Chill. Und Samstag kommt dann. Alter, ich komme nicht auf meinen eigenen Upload-Plan, klar, ne? Richtig gut. Nee, Samstag kommt ja ein sonstiges Video und Sonntag kommt dann eine Folge Wii vs. Wild. Sollte also eigentlich passen. Würde ich sagen, eine Runde LOL in der Woche reicht aus, oder? Zwei Folgen Portal 2, eine Folge Let's Chill. Ich will halt weniger von diesen übelst langen Projekten bringen, weil das dann auch auf Dauer ein bisschen anstrengend wird von wegen Ansehen. So. Da bauen wir mal ein paar Mauern. Ah. Hoppala. Dann machen wir hier und hier dann noch so einen Weg lang. Hier nicht, weil hier wächst ja das Zuckerrohr, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall. Und auf jeden Fall brauche ich mehr Cobblestone-Scheiße. Na gut, okay. Und mehr Gravel brauche ich auch noch. Dass ich das mal sag, Alter. Oh mein Gott. Ich habe gerade gesagt, ich brauche mehr Gravel, Alter. Was geht denn bei mir, ey? Ich glaube, ich bin krank. Auf jeden Fall machen wir da noch einen schönen Aufgang hin. Weißt du, sieht das ja kacke aus, wenn wir dann immer den Berg hochkrüppeln. Ja, toll. Wäre da jetzt ein Flint rausgekommen? Ne, ich hätte alles zerboxt hier. Ich hätte das ganze Zimmer auseinandergenommen. Erstmal gucken, wie ich mir das da vorne vorstelle mit dem Sand. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Zwei Eimer habe ich natürlich nicht mehr mit, ist richtig gut. Holz sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Bisschen Erde auch, falls ich da irgendwas kaputt mache. Und die zwei Eimer. Also ich muss sagen, das Texture Pack ist echt wunderschön. Also es gefällt mir richtig gut, ey. Hätte ich nicht gedacht. Dass man das dann hier so reinbauen. Ja, ich denke mal, das wird ganz cool. Muss man natürlich dann ein bisschen mit Sandstein stützen. Sandstein habe ich ja noch da. Da kann ich gleich mal welche anfertigen. Ja, also hier müssen wir auf jeden Fall noch etwas verändern. Das ist nicht schön, wenn man immer da so um die Ecke gurken muss. So. Mal gucken, ob das jetzt gleich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Kann man nämlich so einen kleinen Trick anwenden. Erstmal, ach komm, ich baue mir jetzt eine neue Werkbank. Ich habe keinen Bock, jetzt immer da hoch zu krüppeln, um mir eine. Das ist aber typisch für mich, dass ich mir überall Werkbänke hinstelle, aber na gut, kann man nichts machen. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Ja, das sollte so gehen, wie ich mir das gerade vorstelle. Oder auch nicht. Ja, weil ich das auch genau da haben wollte. Und nirgendwo anders. Ja.
Übrigens gibt es sowieso zurzeit ein paar Probleme wegen Wii vs. Wild. Da müssen wir mal gucken. Ich habe das jetzt ja noch nicht in einem anderen Video gesagt, aber ich möchte das jetzt mal ansprechen, bevor ihr das noch über andere Wege erfahrt, eventuell. Auf jeden Fall haben wir zurzeit das Problem, dass Basti, also Robert wird wahrscheinlich nicht mehr mitmachen, weil er mit seinem Launcher nicht mehr klarkommt und das mit dem ganzen Modpacks und so nicht mehr funktioniert. Also bei ihm funktioniert der Technik-Launcher nicht mehr. Und Basti wird es wahrscheinlich auch nicht mehr mitmachen, weil er gesagt hat, dass er nicht mehr so viel Minecraft spielt, beziehungsweise weil er sich Minecraft einfach nicht kaufen will. Und ich bin der Meinung, wenn man Minecraft spielt, sollte man sich das Spiel auch kaufen. Hä? Was ist gerade mit dem Sandstein abgegangen, Alter? Und ich bin der Meinung, wenn man das Spiel aktiv spielt, sollte man sich das Spiel auch kaufen. Dafür ist es ja da. Ich meine, jeden anderen Titel muss man sich ja auch kaufen. Und kann einfach sagen, ja, ich spiele den jetzt einfach so, ohne den zu kaufen. Das geht ja nicht. Das ist ja im Grunde genommen illegal. Müssten sich vielleicht ein paar andere Leute vielleicht auch mal vor den Kopf oder in den Kopf setzen. Ich meine, Mojang hat jetzt zwar zurzeit nicht so viel dagegen, aber man sollte sich vielleicht doch überlegen, wenn man viel Minecraft spielt, das sich dann doch mal zu kaufen. Und ich meine, 20 Euro, ey, komm. Das ist so wenig im Grunde genommen. Da gibt es Spiele mit den 60 Euro, die da um einiges teurer sind. Und da kann man sich auch mal für 20 Euro das Spiel gönnen. Und es ist echt super. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel, wenn man es wirklich aktiv spielt, lohnt sich einfach mehr als genug, das Spiel zu kaufen. Man hat einfach viel mehr Vorteile als mit Cracked. Ich habe ja auch eine Weile lang Cracked gespielt. Bis ich dann mal die passende Bezahlmethode für mich gefunden habe. Und ich meine, wegen Bezahlen kann man ja auch einfach über PayPal bezahlen. Oder über PaySafe Card. Das ist ja jetzt wirklich auch nicht die Welt. So eine PaySafe Card, die kauft man sich halt mal im Laden. Und dann hat man das Game auch schon. Das ist nun wirklich ja nicht schwer. Also kauft euch bitte das Spiel. Es ist einfach viel besser, als Cracked zu spielen. Ja, auf jeden Fall, was könnte ich noch, was wollte ich jetzt noch sagen? Also erstens, dass ich das Becken hier 2 Meter tief mache, damit ich da mit dem Boot ordentlich auch durchkomme. Ja. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, jedenfalls, Basti wird wahrscheinlich dann auch nicht bei Wii vs. Wild mehr mitmachen. Das heißt, wir sind dann im Endeffekt auch nur noch zu viert. Ist natürlich schade drum. Aber im Grunde genommen dann einfacher mit aufnehmen. Vielleicht können wir auch noch ein paar neue Leute ranschaffen, mal sehen. Ich sehe gerade, habe gerade gar nicht die Zeit auf dem Schirm. Doch da. Bei OBS sehe ich es ja noch. Weil ich nehme jetzt wieder mit Outer City auf, bearbeite es aber trotzdem noch mit Audition, weil mir aufgefallen ist, dass die Audition-Aufnahme bei längeren Aufnahmen bis zu einer Stunde wirklich asynchron wird. Ich weiß nicht warum, ob ich da was falsch eingestellt habe oder was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist es einfach mal asynchron und das ist einfach nicht gut. Weil, das habe ich bei Supreme Commander gemerkt, am Ende 2 Sekunden Verzögerung. Auf eine Stunde gerechnet zwar nicht viel, aber man merkt es halt einfach und das ist richtig scheiße. Muss ich dann wirklich einzeln das kaputt stückeln und synchronisieren. Sag mal, ist das wirklich hardcore? Weil mir kommen gerade keine Mobs. Das wundert mich so ein bisschen. Ah, ich baue mal noch keine. Ich baue mal lieber Treppen. So. Ah, Mist. So. Ich habe gerade auch so ein bisschen Angst, dass hier wirklich gleich was Creeper-mäßig Desisches angestiefelt kommt. Und mir gleich ein bisschen Feuer unterm Arsch macht. Das wäre nämlich ganz, ganz, ganz beschissen. Gegen die Strömung schwimmen ist immer nie so eine geile Idee. Ich glaube, ich mache das dann. Ach, komm.
Falsch. Hier ist ja der Eingang. Das heißt, hier ist auch... Oder mache ich das doch ein Block tief? Ich wüsste nicht, warum ich das jetzt zwei Blöcke tief machen oder lassen sollte. Ich könnte vielleicht mal Vorsicht fragen, ob der mitmachen möchte bei... We vs. Wild, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber können wir mal fragen. Ich meine, wir dürfen ja auch bei Supreme Commander mitmachen. Und bei G plus PH und deswegen kann man ihn ja mal auch zu We vs. Wild einladen. Der Boden muss natürlich auch noch aus Sandstein gemacht werden. Müssen wir mal so eine Insel ein bisschen abschrubben. So. Habe ich da ein paar Treppen gepflanzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich jetzt noch einige. So. Auf jeden Fall ist natürlich schade, dass die beiden dann nicht mehr bei We vs. Wild mitmachen. Aber mal sehen. Entweder kriegen wir neue Leute ran oder wir lassen es so. Im Grunde genommen ist es nämlich auch, hört sich jetzt zwar fies an, aber nicht schlecht. Weil letztens mussten wir die Aufnahmen zum Beispiel canceln, weil das mit dem Zeitmanagement nicht so gepasst hat bei jedem. Ja. Dann machen wir den Server dann einfach auf Premium. Warum ersetze ich das hier durch Stein? Dann machen wir den Server dann halt einfach auf Premium und dann sind da die Probleme gelöst. Also, braucht ihr jetzt nicht denken, dass ich die beiden rausgeschmissen hätte, nur weil die kein Premium haben. Das wäre eine Fehlannahme. Ich habe halt nur gesagt, ja. Oder sie haben halt nur gesagt, Robert hat halt gesagt, sein Launcher funktioniert nicht mehr. Und Basti hat halt gesagt, er hätte keinen Bock, sich Minecraft zu kaufen. Und deswegen, er hat jetzt zwar explizit nicht gesagt, dass er rausgehen will aus dem Projekt, aber... So wie es sich von ihm aus angehört hat, war es doch relativ eindeutig. So, und diese eine Treppe, die werfe ich jetzt auch weg. So, hier, lass es schmecken. Alter, dieser Hase, ne? Die ganze Zeit ist er bei uns. Oder sind das mehrere? Merkwürdig. Oh, ich finde das hier drin richtig schön. Füllen wir den ganzen Spaß nur noch mit Wasser auf. Ja. Oh, jetzt will der Tintenfisch da rein, ne? Richtig hübsch. So, ne, was haben wir noch, ne? Ja. Ach, in der Mitte fehlt noch Wasser. So. Das mit den Strömungen ist ja immer sowieso so ein Ding. Ach, das ist auch eine Steinspitzhacke, na gut. Haben wir echt schon so gut ausgeleuchtet, dass hier einfach kein Viehzeug mehr kommt. Das wundert mich echt ein bisschen. So. Passt. Wunderschön. Könnte man fast das Pool verkaufen. Nee, ist es aber nicht. Da kommen dann noch ein paar Pistons hin, wenn ich noch ein bisschen Redstone finde. Und dann haben wir das auch. Hoppala. Und ich würde sagen, die Folge ist jetzt auch vorbei. Wir sind bei 30 Minuten. Haben wir unten halt an der Falle nicht weitergebaut. Ich werde trotzdem mal runtergehen. Vielleicht ist wieder Zeug gespawnt. Damit man natürlich... Also Essenmangel haben wir permanent. Also da müssen wir uns echt drum kümmern. Dass wir auf jeden Fall ein größeres Feld bauen und unten die Falle ausbauen. Weil Knochenmehl wird ja eigentlich... Also, ist eigentlich ganz praktisch dafür. Ah, da kommen schon die ersten. Der hat sogar einen verzauberten Bogen. So, und da stelle ich mich jetzt erstmal hier eine Weile hin. Und klopp ein paar. Collects. Kann ich jetzt eigentlich auch mal im Zeitraffer machen. I was afraid to love.
Also ich bin jetzt fertig, habe jetzt Bilanz 34 Bones, das ist richtig schön und ja, habe noch einen ganzen Bogen bekommen, das ist natürlich auch wunderschön, hier bekommt man natürlich auch richtig schön viele Pfeile, also ganz ehrlich, so ein Skelett-Spawner ist mit eins der besten Spawner, die man einfach finden kann. XP habe ich dabei auch noch richtig schön gefarmt, so jetzt kommt erstmal alles hier rein, was ich nicht mehr brauche. Und es regnet schon wieder. Oh, richtig traurig. Na gut, da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann, liebe Leute. Tschüss.